So, ich begrüße ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel Hannover Scorpions gegen die ESC Wohnbau Moskitos aus Essen. Die heutige Pressekonferenz wird präsentiert von der neuen Presse. Ganz herzlich begrüße ich auch Danny Albrecht, Coach der Moskitos und Head Coach der Scorpions, Tobias Stolikowski. Ich fange einmal an mit den Statistiken. Das Ergebnis war 4 zu 3, die Drittelstände 1 zu 1, 1 zu 1, 1 zu 1 und 1 zu 0. Die Strafen waren 8 zu 10 Minuten, die Schüsse 34 zu 39 und die Zuschauerzahl 1107. Ja, Danny, dein Statement zum Spiel. Guten Abend zusammen. Glückwunsch, Stolli, zum Sieg. Wenn man so Emotionen nach dem Spiel, da muss man dann erstmal so ein bisschen runterfahren. Aber ich bin heute sehr stolz auf meine Mannschaft. Bei 5 zu 5 waren wir meiner Meinung nach die bessere. Wir haben ja 3 Tore in Unterzahl bekommen. Da sieht man halt auch die Qualität, die auf der anderen Seite ist. Aber ich glaube, dass wir ab dem zweiten Drittel bessere und größere Chancen hatten und mehr offensive Zeit hatten als die Scorpions. Und deswegen bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Und dann kommt die besagte Overtime, wo ich von meiner Sicht aus sage, dass der Spieler des Scorpions sich mit dem Arm den Vorteil verschafft. Mein Spieler macht es dann gleich und dann gibt es den Penalty. Ich finde, so sollte nicht ein Spitzenspiel, was heute war, entschieden werden. Aber ich bin trotzdem stolz über den einen Punkt, den wir heute geholt haben. Ja, vielen Dank für dein Statement. Stolli, dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ja, erste Drittel, wir sind druckvoll rausgekommen, haben sofort Essen unter Druck gesetzt. Dann im zweiten Drittel haben wir ein bisschen den Faden auch verloren. Da war ich nicht ganz zufrieden, auch mit dem Rückwärtsarbeiten von meinen Jungs, gerade im Defensivdrittel oder von der Offensivzone in Defensivzone rein. Ja, 5 gegen 5 fand ich jetzt nicht, wie Danny sagt, dass Essen da besser war beim Spitzenspiel oder zum Schluss auch. Bei engen Spielen wird das Überzahl und Unterzahl entscheiden. Da sind wir top in der Liga und ich bin da zufrieden, dass wir jetzt hier gewonnen haben. Hat auch am Freitag viel Kraft gekostet in Tilburg. Wir haben nur 3 Reihen zur Verfügung. Das hat man auch gesehen. Am Anfang haben wir richtig Gas gegeben. Zum Schluss ging es ein bisschen weniger läuferisch. Aber da muss ich auch ein Kompliment an unseren Fitnesstrainer machen, dass wir überhaupt in der ganzen Zeit auch in der Overtime immer noch genug Körner haben, auch mit wenig Leuten die Spiele zu entscheiden. Ich glaube, danach haben wir auch gewonnen, dass wir das zu Recht gewonnen haben und wir sind glücklich mit den 2 Punkten und gehen wir jetzt in unseren freien Tag. Dankeschön. Ja, danke dir, Stolli. Das nächste Spiel für die Scorpions ist am Freitag gegen Halle um 20 Uhr hier in der ARS Arena. Und das nächste Spiel für Essen ist am Donnerstag zu Hause gegen Hamm. Ich wünsche eine gute und sichere Heimreise und beende hiermit die Pressekonferenz aus der Blicotec VIP Lounge.